Flüge für diese Herbstreise hatte ich bereits von meinem letzten Solo-Trip gebucht. Hin ging es nach San Francisco, zurück von Las Vegas. Ich wollte irgendwie alles. Redwoods, Oregon Coast, die Berge, die Wüste und natürlich noch nach Utah in den Zion zum Herbst. Für das alles hatte ich nur 16 Nächte zur Verfügung. Ob das eine gute Idee war? Wir werden sehen. Dies ist die Story meines West Coast Road Trips 2019. Unterwegs in den Redwoods. Ich bin hier in Founders Grove. Der erste, der hier im Park ist. Nur die Vögel und ich. Muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht auf die Fresse lege. Ein wunderschöner Morgen hier an der Oregon Coast. Ich bin hier in der Nähe von Brookings im Samuel Boardman Scenic Corridor. Thank you.
Strand in Bandon hat mich ganz besonders geflasht. Die Seastacks, die tosende Brandung, der tolle weitläufige Strand. Hier könnte man sich zur Ruhe setzen. Cannon Beach war der letzte Stopp an der Oregon Coast. Am nächsten Tag wird mich die Reise nach Central Oregon führen.